Hallo meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Landsquid mit einem sehr stillen Einstieg in die dritte Folge vom ersten Resident Evil. Wir haben Sound. Hier ist nur keiner. Naja, dann gehen wir mal wieder auf Erkundungstour. Wir haben noch, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was wir eigentlich, was ist hier eigentlich los? Wo bin ich? Was mache ich hier? Naja, wir gehen jetzt mal ins obere Stockwerk, weil ich glaube, im oberen Stockwerk gibt es noch was zu erledigen. Weil unten sind wir durch. Unten gibt es nur noch Helmet-Türen und so. Naja, ich hoffe übrigens, ihr verzeiht mir, dass diese Let's Play-Reihe kein Intro hat. Ihr müsst einfach wissen, ne, also wenn ihr euch mit so Video-Editing und so nicht auskennt, das Problem ist halt einfach, ich müsste dieses fertige Video, das ich eigentlich so ungeschnitten, wie es ist, hochladen kann und auch mache, müsste ich halt einfach komplett in einen Video-Editor reinschmeißen, dann dieses kleine Intro vorne dranhängen und das Ganze nochmal rausrendern. Das ist halt ein extra Arbeitsschritt. Das Rendern dauert dann ungefähr so lange, wie die Folge dauert. Und in der Zeit kann ich halt einfach schon gleich nochmal eine neue Folge aufnehmen, ne? Also, es ist wirklich so. Verdoppeln ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die Länge der Produktion einer solchen Folge würde durch dieses kleine Intro mindestens 150%, wenn nicht mehr, betragen von dem, was es jetzt ist. Ich meine, das Rendern passiert im Hintergrund, aber so richtig viel kann ich jetzt mit meinem Rechner auch nicht machen, während der am Rendern ist. Da habe ich Angst, dass da irgendwelche Stotterer oder Fehler entstehen. Und das ist halt, ne, deswegen, ich finde, das ist ein Preis, den man bezahlen kann, damit ich es schaffe, mehr Folgen, regelmäßige Folgen hochzuladen. Dafür ohne Intro. Ich schätze, das ist fair. Ihr stellt euch einfach vor. So, Intro. Ich könnte theoretisch tatsächlich einfach auf einen meiner Knöpfe ein Intro legen. Und dann drücke ich drauf und dann wird es eben nicht machen, das war gerade sehr leise, sondern mein Intro abspielen. Das könnte ich machen. Live-Intro. So, Moment. Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Ich muss die über die Ventile schieben. Ich kann mich an das Rätsel nämlich noch erinnern. Das ist quasi eine Giftgasfalle. Wenn ich diesen Knopf drücke, dann würde eigentlich Giftgas ausströmen. Aber wenn die Statuen richtig stehen, sehen wir, wenn das die Lichter angehen. Ich weiß nicht genau, wie das wieder funktioniert. Ne? Vielleicht so hydraulisch. Das ist wahrscheinlich durch den Gasdruck. Ja, Leute. Durch den Gasdruck wird quasi so hydraulisch. Ich sage einfach hydraulisch. Ich glaube, das wäre Wasserdruck. Aber es wird auch mit Gas so ähnlich wie hydraulisch sein. Durch Druck halt wird da irgendwas bedient, was dieses Kästchen öffnet, aber das Rohr läuft am Boden entlang und hat zwei Ventile. Und wenn die offen sind, dann strömt das Gas aus und alle sterben. Aber wenn die geschlossen sind, die Ventile, durch die Statuen, dann ist der Druck stark genug. Das macht perfekt Sinn. Ich sollte Resident Evil Fallenarchitekt werden. Okay, wir haben Hunger. Nee, stimmt überhaupt nicht. Wir haben in Wirklichkeit, glaube ich jetzt, alle Medaillen, die wir brauchen, damit wir, oh Gott, damit wir ins Gartenhäuschen können. Ins Gartenhäuschen. Ich glaube, noch nie hat jemand so dramatisch das Wort Gartenhäuschen in den Mund genommen. Ins Gartenhäuschen. Ich weiß nicht, ob ich schon bereit bin fürs Gartenhäuschen. Das Gartenhäuschen ist krass. Ich habe mich zwar verlaufen, aber eventuell gar nicht so schlimm. Ich weiß, es gibt immer günstigere Laufwege als die ich nehme, aber ich kann mich nicht orientieren. Ich bin froh, wenn ich überhaupt irgendwie wohin komme, ne?
Ich habe mir jetzt mal die Release-Liste angeguckt von den Resident Evil-Spielen, die uns noch so erwarten. Und habe mich recht gefreut, weil ich dachte, mit den Spin-Offs ging es schon ein bisschen früher los. Aber das hatte ich falsch in Erinnerung. Tatsächlich waren Teil 1, 2, 3 ziemlich straightforward. Ohne irgendwelche weirden Zwischenteile oder sowas. 1, 2, 3 kamen im jährlichen Abstand und fertig. Das finde ich ziemlich cool. Das heißt nämlich, dass wir auch eben Teil 1, 2 und 3 ziemlich straightforward durchspielen dürfen. Und dann wird es erst super weird. Nach dem dritten Teil wird es dann weird teilweise. Aber dann kommen auch immer wieder coole Teile dazwischen. Ne? Es sind oft so Phasen mit weirden Teilen und coolen Teilen, wechseln sich ab. Aber insgesamt überwiegen die coolen Teile. Resident Evil ist schon eine Reihe mit einem relativ guten Track Record, auch wenn es einige Gurken gibt. Gerade was die Spin-Offs angeht, die waren teilweise halt echt weird und auch einfach nicht besonders gut, würde ich mal sagen. Von der Hauptreihe würde ich sagen, ist der sechste Teil der einzig schlechte. Auch der hat seine Fans. Und das ist vollkommen okay. Seid stolz drauf, dass ihr das Spiel mögt. Habt Spaß mit dem Spiel. Ich vergönn's euch. Aber das finde ich richtig, richtig, richtig schlecht. Richtig schlecht. Und ich bin da wirklich, wisst ihr, ich bin niemand. Ich glaube, ich habe das schon 100 Mal gesagt, oder? Aber ich bin wirklich niemand, der sagt so, Resident Evil muss so oder so sein, weil sonst ist es kein richtiges Resident Evil. Ist mir komplett wurscht. Die sollen machen, was die wollen. Kreative Freiheit, bitteschön, habt ihr. Macht damit, was ihr wollt. Finde ich cool. Aber es hat mir halt einfach keinen Spaß gemacht. Und das ist der große Unterschied. Von allen Resident Evil Hauptteilen, die es bis heute gibt, war halt einfach Village der einzige. Selbst Village und 7 haben mir Spaß gemacht. Der sechste Teil war einfach der einzige, der mir von vorne bis hinten keinen Spaß gemacht hat, der mich genervt hat. Und im Gegensatz, wir werden sehr viel schlechte Spin-Offs spielen, die Bewertungen bekommen haben, unter aller Sau. Ich bin super gespannt auf die Spiele, die müssen eine Katastrophe sein, wenn man sich die Bewertungen anguckt. Ganz schlimm. Aber ich bin gespannt drauf, weil ich kenne sie nicht. Die sind bestimmt skurril, die sind bestimmt ein bisschen weird, die sind auf jeden Fall interessant. Ich bin exakt falsch gelaufen, glaube ich. Verdammt. Naja. So kriegen wir die 20-Minuten-Folgen auch voll. Wo war ich stehen geblieben? Genau, Resident Evil 6. Es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Das Gameplay macht mir keinen Spaß. Und das ist der einzige Resident Evil-Hauptteil, der mir keinen Spaß macht. Und das ist das einzige Spiel in dieser ganzen Reihe, die wir jetzt spielen werden, wo ich mir jetzt schon denke, so, boah, da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Aber da überlegen wir uns was. Das gestalten wir uns, dass wir Spaß damit haben. Irgendwie, wir haben noch Zeit bis dahin. Ich lasse mir was einfallen, dass das lustig wird. Weil ich will da auch nicht da sitzen und die ganze Zeit nur sagen, das ist so schlecht und das ist so scheiße und das macht mir auch keinen Spaß. Und warum haben sie das gemacht und so schlechte Designentscheidung? Das ist, glaube ich, nicht super spaßig. Vielleicht machen wir irgendwas. Irgendwas machen wir, damit es lustiger wird. Okay, ich glaube, am Ende dieses langen Ganges, wo ich bin wirklich so komplett einfach, komplett benebelt in die exakt falsche Richtung gelaufen. Ich war schon fast da, wo ich hin wollte. Ich hätte hier nur anders abbiegen müssen. Ich glaube zumindest, ich bin mir nicht mal sicher, ob das der richtige Weg ist. Ich glaube es. Die Grillen zirpen. Den Hund hier habe ich schon getötet. Das dürfte es sein. When the sun sets in the west and the moon rises in the east, stars will begin to appear in the sky and the wind will blow towards the ground. Also. Oh, verdrückt. Also. Wenn die Sonne
aufgeht. Nein, ich will es nicht nochmal lesen. Ich weiß es. Ich hab's schon gelesen. Die Sonne? Ja, bitte lass mich in Ruhe. Hilfe. Die Sonne? Der Mond? Die Sterne? Auch eine coole Band. Und der Wind. Und die Tür öffnet sich. Abrakabimsala. Kabumsala. Und ich höre gruselige, heulende Hunde. Das Sounddesign? Also man kann ja auch über den Trash-Faktor und den Trash-Charme von Resident Evil 1 sagen, was man will, ne? Das Sounddesign war ziemlich on point in vielerlei Hinsicht. Das ist eine richtig gruselige Soundatmosphäre, die wir hier haben. Also jetzt das Schieben von der Treppe vielleicht nicht unbedingt, aber alles andere. Oho! Die viereckige Kurbel. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass wir jetzt hier die Kurbel finden, tatsächlich. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwas Optionales. Ich dachte, hier kriegen wir jetzt irgendwie noch mehr Granatenwerfermunition oder so. Aber nein. Da patrouillieren Hunde. Mein Walkie-Talkie hat gerade gepfiffen. Muss ich da manuell rangehen? Ah, ab hier gibt's jetzt blaues Kraut. Okay. Wartet mal schnell. Ich kann tatsächlich mein Radio mal aktivieren. This is Jill. This is Brad. Stars Alpha Team. Bravo Team. It doesn't matter. Anybody, answer me. This is Brad. Brad? Brad? Brad und Jill. Heißen die, ne? Das klingt fast wie ein Dialog in Airplanes. Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Kennt ihr den noch? Oh Gott. Die Älteren unter euch werden den noch kennen. Ein Klassiker. Da gibt's die Szene mit den Piloten, die irgendwie Roger heißen und Over und so weiter, ne? Und so ein bisschen ist das hier mit Brot. Brot und Chill. Ey, chill mal. Ist das Brot? Was? Nein. Hier ist Mensch. Mensch, chill mal. Wer soll chillen? Oder so ähnlich. Ich muss schon sagen. Na? Es ist gruselig hier. Mir ist mulmig zumute. Sounddesign ist in solchen Horrorspielen das A und O. Das A und O. Ich sage es immer wieder. Gutes Sounddesign macht mindestens 70% des Horrors aus. Und dabei arbeitet hier nicht Resident Evil noch nicht mal mit irgendwelchen psychologischen Tönen, Effekten. Wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr diesen Sound, diesen Spiralsound? Der hat einen Namen, den ich gerade nicht kenne, der mir gerade nicht einfällt.
aber das ist quasi wie so eine Tonleiter, die immer weiter spiralförmig nach unten geht. Immer weiter. Und es hört sich so an, das ist eine optische Täuschung oder eine auditive Täuschung, als ob die immer tiefer und tiefer gehen würde, was aber gar nicht stimmt, natürlich. Weil das halt so ziemlich unmöglich ist. Aber es klingt halt so und das ist schon cool. Ein Square Hole. Na. Und der Effekt, dieser Klang, dieser spiralförmig nach unten gehende Klang, sorgt tatsächlich für Unruhe. Man fühlt sich unwohl. Es ist gar nicht cool, wenn man den lange hört. Gar nicht gut. Das spüren die meisten Menschen sogar wirklich, dieses Unwohlsein. Und das kann bei manchen Menschen sogar Panikattacken und so weiter auslösen. Also der Sound ist gar nicht ohne. Und mit solchen Sounds und ähnlichen Sachen arbeiten halt moderne Horrorfilme öfter. Und es gibt da auch gewisse Tonlagen, die sich einfach scheiße für uns anfühlen, wenn wir die hören. Nicht umsonst gibt es die Legende von der Pokémon-Musik, von der Geisterstadt. Lavendia oder wie sie heißt, ne? Ich weiß den Namen nicht mehr. Aber da spielt eine Musik, die wirklich sehr melancholisch ist und die angeblich eben auch mit so Frequenzen arbeitet, die traurig und depressiv machen. Da gibt es ja so die Creepypasta, dass sich da irgendwelche Kinder in Japan selbst umgebracht haben, weil sie die Musik gehört haben und lauter so Sachen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, warum ich die Hunde so schlimm fand. Ehrlich gesagt. Naja. The water is running from the other water, from the upper water passages. There's something in the back. Ja, jetzt haben wir zwei Wege, die wir von hier gehen könnten. Obwohl, können wir glaube ich nicht, weil hier fehlt die Batterie, ne? Und ohne Batterie funktioniert der Lift hier nicht. Genau. Alles cool. Dann gibt es hier nur einen Weg, den wir gehen können. Und den werden wir auch gehen. Ist da was an der Wand, mit dem ich interagieren kann? Guck mal, das sieht so aus, als wäre da irgendwie... Seht ihr das? Im nächsten Bild ist da nichts. Wie so eine Visitenkarte oder so ein kleines Täfelchen. Tja. Ich überlege die ganze Zeit. Ich bin gerade so still, weil ich gerade nachdenke. Weil beim Tor öffnen ist mir so ein gewisser Tor-Öffnen-Sound eingefallen. Nur das Geräusch davon. So ein ganz markantes und ganz unangenehmes Quietschen von einem Tor. Das gehört zu irgendeinem Videospiel. Aber ich kann euch nicht mehr sagen, welches. Aber das Geräusch habe ich ganz stark vor Ohren gehabt, als dieses Tor sich geöffnet hat. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was es war. Was vielleicht Castlevania 64 habe ich so im Kopf plötzlich. Aber keine Ahnung, ob das stimmt und warum ich das denke. Tja. Herr Wissenschaftler, Herr zombifizierter Wissenschaftler, dürfte ich mal kurz nachladen, bevor Sie ins Bild stolpern? Na komm, ein Schritt nach dem anderen, alles gut. Na komm, einer noch. Wartet der jetzt auf mich? Damn, eine Pattsituation. Okay, ich habe gewonnen. Mein strategisches Genie hat sich durchgesetzt. Sehr gut.
Beinahe hätte ich sagen müssen, okay, Zombie, wir einigen uns auf Unentschieden. Ich komme nicht rein, du kommst nicht raus. Der Schreibtisch ist verschlossen. Möchtest du den Lockpick benutzen? Du benutzt den Lockpick und du findest im Schreibtisch natürlich eine riesen Schachtel Schrotflintenmunition, wie sie in keinem Schreibtisch fehlen sollte. Ich habe auch an meinem Arbeitstisch immer sehr, sehr viel Schrotflintenmunition. Man weiß ja nie. Wie? Nee, natürlich besitze ich keine Schrotflinte. Bin ich bescheuert? Aber die Munition. Als Snack, so für zwischendurch. Du kannst dieses Item nicht mehr tragen. Ich dachte, das wäre ein Dokument zum Lesen. Da habe ich mich wohl... Nichts Ungewöhnliches. Da müssen wir wohl später nochmal reinkommen. Na schönchen, Popönchen. Eine Wanne mit grünem, schleimigem Wasser. Schlammiges Wasser steht hier. Unplug, yes. Und wir finden einen Schlüssel, den ich auch nicht mehr nehmen kann. Gut, gut, gut. Alles läuft nach Plan. Exzellent. Das darf ich nicht vergessen, ey. Schlüssel und Buch haben wir hier. Schlüssel und Buch. Den Schlüssel und das Büchlein. Na schön, Leute. Dann machen wir jetzt für heute schon wieder Schluss. Speichern, nicht laden. Das wäre ganz blöd. Override this save. Wunderbar. Leute, hab mich wieder mal gefreut. Schön, dass ihr mit dabei wart. 20 Minuten sind so kurz, oder? Aber das waren schon immer. Das war schon immer die Folgenlänge. So lassen wir es. Aber gut. Schön, dass ihr mit dabei wart. Hab mich sehr gefreut. Ich muss erst wieder in dieses Let's Play Game reinkommen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.